Guten Abend, ihr Lieben. Euer Andy von meinschiffberater.com mit Rebecca. Seine Rebecca, ganz genau. Und ja, erstmal vielen Dank an der Stelle, dass ihr in der Kürze der Zeit jetzt so zahlreich dafür gestimmt habt, dass wir nochmal live kommen sollen heute Abend. Und das haben wir natürlich dann jetzt gerne und schnell umgesetzt. Das ist ja gar kein Problem. Und ja, unser Studio ist ja jetzt nicht so aufwendig. Das kriegen wir dann auch mal kurzfristig gebacken, wir beide. Und ja, spannender, interessanter Tag heute. Wie hast du es letztens noch genannt? Privatgemächer, Entschuldigung. Wir sind in unseren privaten Räumen, wie ihr seht, wir haben ein neues Studio. Das heißt, im Sommer sind wir draußen auf der Terrasse und im Sommer sind wir hier in unserem etwas vergrößerten Kaffee-Lounge. Kaffee-Lounge, genau, mit Fensterblick. Ja, ihr Lieben, also wir haben einen spannenden Tag hinter uns. Wir haben das Logbuch Sommerfahrten 22 einerseits und ja, aber auch die ganz, ganz große Überraschung, damit hat niemand gerechnet, noch eine Karibik-Tour, die dann Mitte Dezember starten soll und ja, und dass wir dann 35 Tage am Stück ab Deutschland, ab Hamburg, einmal über den großen Teich, bisschen in der Karibik rumfahren und wieder einmal zurück. Also zwei Transreisen in einer mit Karibik. Ich möchte so gerne. Ja, kommen wir gleich doch drauf. Und ja, also eine ungewöhnliche Fahrt und sicherlich ein Highlight, die wird es auch, denke ich, nicht wieder so geben. Einerseits wünschen wir uns das natürlich auch nicht, weil die Umstände, wie da sowas zustande kommt, ist uns ja auch allen bewusst. Müssen wir nicht unbedingt haben. Allerdings, wenn wir sie dann schon haben, ist es natürlich ein Highlight. Und ich habe dann nochmal angeboten, naja, ihr werdet jetzt viele Fragen dazu haben und dafür wollen wir euch natürlich jetzt Rede und Antwort stehen. Und die Rebecca schaut schon immer wieder fleißig in eure Fragen hinein und wir hoffen auch, dass wir das ein bisschen überblicken können. Und zur Not kann die Rebecca sich auch kurz noch was notieren und wir wollen auf alles eingehen. Und wenn wir es nicht im Video schaffen, darauf einzugehen, Rebecca und ich lesen uns anschließend immer die Kommentare durch und dann werden wir auch nochmal dort auf die einzelnen Kommentare eingehen und auf die Fragen. Also wenn ihr dann keine direkte Antwort bekommt, dann bekommt ihr sie spätestens nach dem Video. Ich kriege schon Einladungen. Wofür? Dass ich mitkommen soll. Auf die Reise, ja. Herzlich, herzlich willkommen. Ja, und ganz wichtig, ihr Lieben, viele beschweren sich auch hinterher immer bei uns, dass sie das Live-Video verpassen. Das hat zwei Gründe. Zum einen, wir starten ja unsere Live-Videos über unsere Facebook-Seite. Das heißt, ihr müsst unsere Facebook-Seite als erstes liken. Und jetzt, wo ihr das Video seht über euer Smartphone und ihr haltet das aufrecht, dann erscheint eine Glocke. Und wenn ihr diese Glocke anklickt, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wann wir live sind. Und wenn ihr das auf dem PC schaut, dann müsst ihr jetzt den Vollbildmodus aktivieren und dann erscheint dann die Glocke. Die könnt ihr aktivieren und dann könnt ihr uns immer verfolgen. Sprich, wann immer wir live gehen oder generell das Team Andy live ist, dann seid ihr dann immer pünktlich dabei. So, jetzt kommen auch immer mehr Zuschauer rein. Und jetzt würde ich sagen, Kommentare. Die ersten Fragen. Genau. Leg los. Die Sonja fragt, ich frage mich als Kreuzfahrt-Neuling, ob es eine gute Internetverbindung gibt, wo man eventuell auch arbeiten kann mit Laptop. Schreibtisch gibt es doch in jedem Zimmer, Kabine, ja? Mhm. Ja, also wir haben das ja schon erlebt, wir waren ja schon auf dieser Transreise. Ja. Bei der Überfahrt auf dem großen Teich ist das Internet sehr, sehr dürftig. Es ist sicherlich geeignet, um eine E-Mail rauszuschicken, eine E-Mail zu empfangen. Es ist aber nicht geeignet, beispielsweise auch, wenn du größere Datenmengen etwa benutzt, wie beispielsweise Fotos oder irgendwelche etwas größere Dokumente letztlich. Das ist alles ein bisschen zäh. Vor allen Dingen ist es auch so, wenn das Wasser unruhig ist, und das ist ja auf dem Atlantik durchaus so, und das Schiff sich bewegt, dann hat es mal keinen Kontakt zum Satellit, dann hat es wieder Kontakt und dann wieder nicht. Und so ist das Netz immer schwankend. Also gerade wenn man auch irgendwie Systemzugriffe braucht für seinen Job, ist das nahezu unmöglich. Ja. Also mit meinem Rechner ging es damals nicht. Ja. Also ich hatte ja auch mit unserem Buchungssystem Schwierigkeiten, ja, dass wir was zum Starten, das hat Ewigkeiten gedauert. Also eher schwierig. Für kleine Datenmengen ja, so E-Mail und so weiter, ne, oder irgendwelche Dokumente zu verschicken, wenn sie nicht zu groß sind. Ja. Gut. Dann die nächste Frage ist, sind es wirklich nur 9 Tage an Land?
Ja, so hat es TUI Cruises geschrieben. Weil man muss sich ja vorstellen, wir fahren ab Hamburg. Bedeutet, wir fahren einmal rüber über den großen Teich. Dann in der Karibik wird sicherlich auch zwischen den Landgängen immer auch nochmal ein Seetag sein. Sonst kommen wir nicht auf die 35 Tage insgesamt. Aber ich finde es spannend, 9 Tage an Land. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Inseln haben werden, die wir nicht im Standardprogramm haben. Da bin ich mir 100% sicher. Das heißt, es ist auch einfach eine mega attraktive Geschichte, auch mal an eine Insel zu kommen, die sonst TUI Cruises nicht anfährt. Ich bin gespannt, welche Inseln es sein werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... vielleicht sind es auch mehr sowas wie Saona, ne? Einsame Inseln, wo es halt auch viel Strand gibt, wo man wenig Kontakt hat. Trotzdem können alle Mann an Land. Und ich erinnere mich an Sirbanias Island, wo wir letztes Jahr im Orient waren. Was TUI Cruises ja für einen Aufwand betrieben hat. Ne? Morgens ganz früh haben die irgendwie 4 Tonnen Material auf die Insel geschleppt. Barbecue, Musik, Getränke, Cocktails, Liegen, solche Lounge-Ecken. Ja. Also ganz, ganz toll. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass TUI Cruises dann auch dann an solchen Inseln viel ermöglichen wird. Es kommt schon die Frage aller Fragen. Ja. Seid ihr denn dabei? Wir zwei. Ja, also ihr Lieben, wir haben... Ich würde so gerne. Ja. Also sie hängt mir schon den ganzen Tag im Ohr, seitdem sie das weiß. Diese Reise, glaube ich, wird so nie wieder geben. Wir lieben Transreisen, kommt auch dazu. Ja, und also dieses Entspannen, Entschleunigen. Dann sind Feiertage während dieser Reise, ja, Weihnachten, Silvester. Das ist unfassbar. Für mich wäre noch ein Feiertag auf der Reise, weil ich würde 40 werden während der Fahrt. Ja, es wäre eine Fahrt über deinen Geburtstag, das stimmt. Oh. Hinzu kommt ja eigentlich auch, wenn wir jetzt mal vom Alltag ausgehen. Also heute haben wir wieder in den Nachrichten gehört. Ja, ne, es ist nicht abzusehen, dass es Lockerungen gibt. Ne? Ja, der Lockdown light wird eher noch ein bisschen strenger, der wird noch ein bisschen länger. Ja. Und wenn man dann natürlich sich überlegt, na, dann wirst du 4 Wochen noch im Schiff. Darf man dann nach einer gewissen Zeit vielleicht auch die Maske ablegen? Wenn ja alle getestet sind. Alle tragen, was weiß ich, 14 Tage auch zusätzlich noch Maske. Kann vielleicht sogar sein, dass man ab dem 15. Tag ein Stück Normalität hat. Habe ich mich jetzt gefragt. Ich weiß es nicht. Also ich finde es nicht abwegig, den Gedanken. Ne? Das kann ich mir also auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich muss mal den Nachbarhund aus. Ja, mach. Ja, der hört uns jetzt, der Hund. Kann ich mir gut vorstellen einerseits. Und das ist ja genau das. Ne? Du bist gerade irgendwie, wenn du jetzt an diesen Lockdown denkst und der verlängert sich. Und wir sprechen hier viel lokal darüber. Ne? Wie sieht ein Weihnachtsfest aus? Ne? Mit wie vielen Familienmitgliedern kannst du dich treffen? Kannst du überhaupt mit jemandem treffen? Wie kannst du Silvester feiern? Musst du das letztlich hier alleine auf der Terrasse machen oder kannst halt doch die eine oder andere Person? Dann hat natürlich so eine Fahrt was für sich. Ne? Dass du dann einfach so ein bisschen wir müssen schneller machen. Die Normalität kaufst. Also, okay, nächste Frage. Ja. Was haben wir? Welche Häfen gibt es? Ja, welche Häfen gibt es? Thorsten, weiß ich noch nicht. Ich bin genauso gespannt, außer dass ich sicher davon ausgehe, dass es Häfen sein werden, die TUI bislang nicht angefahren hat. Aber wir wissen zum Beispiel von unserer Lieblingsinsel, Bonaire ist derzeit Corona-frei. Corona-frei, stimmt. Bonaire hat keine Corona-Fälle. Ja? Das wäre natürlich der Vielleicht Liebe. Fahren Sie Bonaire an. Und streuen noch mehr Salz in die Wunde. Ja, streuen noch mehr Salz in die Wunde. Aber die Inseln sind noch nicht bekannt. Da sind wir auch gespannt, was nächste Woche kommt. Wird der Corona-Test wieder im Hafen dann stattfinden? Mit Sicherheit wird er am Hafen stattfinden, ja. Karibik ist toll, ja, finde ich auch. Auf der 1 ab 27.12. ab Kiel die Silvesterreise gebucht. Hm. Ja. Ja, ist ja, Kiel ist ja abgesagt. Ne? Aber eben habe ich auch gesehen, ganz viele haben die Frage gestellt nach dem Preis. Genau, wäre jetzt auch gut. Kommt jetzt, ne? Also ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht und habe ein bisschen rumgerätselt, habe mir so ein bisschen alte Preise angeschaut, wie sie jetzt auch zuletzt von den Fahrten waren. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eine Reise, die muss so plus minus 100 Euro am Tag kosten. Das ist, glaube ich, so eine Range, wo ich mir vorstelle, naja, das sind dann so 3.500 Euro pro Person, vielleicht so 3.700, so ein bisschen rauf, runter. Weil auf der einen Seite, guck mal, wir haben eine ganz kurze Vermarktungszeit. Ja. Ja, wir haben eine Zielgruppe, die ja relativ eng ist, weil es gibt nicht mehr so viele Menschen, die noch so viel Urlaub haben. Also ich sage jetzt mal vorrangig, würden es dann auch die Rentner sein. Und das Gemeine ist, ich hätte noch so viel Urlaub. Ja, wir wären tatsächlich noch dazu in der Lage, aber wir haben ja... Also ich aber bin du ja hast auch schon andere Pläne, Silvester. Wir haben auch ein bisschen andere Pläne noch, aber
Ja, aber ich sage jetzt mal so grundsätzlich, kurze Vermarktungszeit, spitze Zielgruppe. 60% ist sicherlich trotzdem das Ziel in der Vermarktung. Das sollte sicherlich maßgeblich sein. Und wenn ich mir dann sage, naja, wie kriegst du die Zielgruppe? Am Ende kriegst du nur genug über den Preis. Und deswegen ist mein Bauchgefühl, dass wir bei plus minus 100 Euro liegen. Pro Person. Also 3.500 Euro. Also irgendwie bei 7.000. Und das wiederum entspricht ja 14 Tage Karibik über Weihnachten oder Silvester. Ja? Und wenn man dann 35 Tage zugrunde legt, ist das auch ein mega Schnapper. Ja, also so eine, klar hast du auch eine lange Überfahrt und auch eine lange Überfahrt zurück, aber letztlich Corona-frei, letztlich eben nichts mit Lockdown, Sport machen, frei ins Restaurant gehen, Silvester schön feiern, wenn dann auch schon, wenn man überlegt, ne, Silvester ist dann am 31., du bist ab dem 14. am Schiff, da bist du annähernd schon länger als 14 Tage drauf. Ab dem 10., oder? Ja, stimmt, die ist ab dem 10., also hast du locker die 14 Tage, ich sag jetzt mal diese berühmten 14 Tage Quarantäne und Inkubationszeit. Die sind sogar schon. Da feierst du Silvester ganz entspannt mit Poolparty, mit Feuerwerk, mit tralala. Ey, das hat schon was, ne? Also ich darf nicht so viel drüber nachdenken, weil du willst ja schon die Fahrt machen und also mich juckt's. Heike, ich brauche einen Platz in deinem Koffer. Ja. So, was haben wir noch? Wie lange dauert die Überfahrt oder dauern die Überfahrten? Waren bei uns, glaube ich, 6 oder 7 Tage am Stück. Mhm. Genau, also die dürften wohl, ich meine, wenn man grob rechnet, 9 Landtage hast du, sicherlich ein paar Seetage wird es auch dazwischen geben, dann bist du schon bei 14. Ja, ich gehe eher davon aus, dass die noch langsamer dann fahren. Dass sie etwas langsamer fahren, vielleicht dann aber auch mehr einkalkulieren, wenn es unruhiges Gewässer gibt, weil der Atlantik ist ja ein bisschen rau auch, ja, wie wir es auch hatten. Dass aber man dann der Kapitän, Caruana. Ne, dass man ein bisschen dann so fährt. Der war nämlich super. Ja. Der hat bei uns ein komplettes Schlechtwettergebiet umfahren. Ja, ja, wir hatten das ja sogar schönes Wetter auf der Fahrt. Also ja, gehe ich davon aus, dass wir eher so 8 Tage Überfahrt wahrscheinlich haben werden. Ja. Ich glaube, 7 Tage brauchst du aber auch grundsätzlich. Ne? Ist ja schon eine Strecke darüber. So. Nochmal die Frage, an welche Inseln denken wir denn so? Also ich denke auf jeden Fall, also ich kann mir Bonaire vorstellen. Curaçao hat relativ wenig. Barbados hat relativ wenig. Wer ist denn da unten als ein Eck? Da muss man auch gucken. Ne? Sowas wie St. Kitts, St. Martin? St. Kitts, St. Martin könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch mal was wirklich ganz, ganz Neues. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, weil sie auch, also ich sag jetzt mal, ne, zu wem gehört TUI Cruises? Royal Caribbean. Und was hat Royal Caribbean? Die haben eine eigene Insel. Warum fahren die nicht auf diese eigene Insel? Weil das ist ja eigentlich konzernintern mit diesem... ne, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen nicht Adventure, so ein Adventure-Park. Auf jeden Fall mit viel Spaß einfach mehr als nur am Strand rumliegen. Sag mir bitte nicht, was es alles auf dieser Insel gibt. Eine Zipline auf jeden Fall. Die ist mega. Also, wäre naheliegend auf dieser Insel. Also, würde mich jetzt nicht überraschen, weil es Konzern war. Und Royal Caribbean fährt ja im Moment gar nicht. Also, die Insel wird auch nicht angefahren, aber die Insel gibt ja die Struktur her. Aber, und eigentlich hat die Einwohner normal? Nee, ne? Da kommen wirklich doch eigentlich nur die Schiffchen hin, oder? Ja, müsste eigentlich nur, ja, ich sag jetzt also mal, ohne das jetzt wahrscheinlich Einwohner in Anführungsstrichen, das Personal, ne? Ob das jetzt aber da ist, weiß ich nicht. Ne? Also ich habe keine Ahnung. So geil. Aber ich fände es geil. Also selbst wenn ich nicht mit kann, ich glaube, das ist so eine Burner-Reise und ich freue mich jetzt schon für jeden, der die machen kann. Eventuell Coco Cay, ja, warum nicht? Ne? Das ist eine Privatinsel. Ach ja, das ist die, genau. Ja, das ist witzig. Ne? Das ist die, ja. Ne? So. Also auf jeden Fall. Ja, dann kommt eine Frage. Wenn man dann jetzt doch ab Hamburg fahren kann, warum gibt es keine blaue Reisen ab Hamburg? Naja, ich meine... kommen und gehen, ne? Also ich glaube, auf der einen Seite ist es so, dass man wahrscheinlich den Hotels auch irgendwie in den Bundesländern da schlecht vermitteln kann, dass da vor deren Haustür irgendwie ein Schiff rumfährt. In kürzeren Runden und das ist natürlich dann politisch, also es gibt ja auch in der Hotellerie den entsprechenden Aufschrei, wo man auch sagt, man hat ja auch funktionierende Hygienekonzepte, ja, weil auch dort sind keine Pandemien ausgebrochen, dort waren keine Hotspots, aber ich sag mal, wenn dann so ein Schiff von da aus auch jetzt wegfährt, also gänzlich wegfährt, ja, und dann auch Ewigkeiten weg ist, ist es einfach anders politisch zu vertreten, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Okay, der Thorsten schreibt jetzt nochmal, die Reise soll tatsächlich 35 Tage dauern, ja, 9 Strandtage auf Coco Cay, der konzerneigenen Karibikinsel, beinhalten. Aber auch Landausflüge sollen geplant sein. Ja, ja. Also 9 Tage nur auf Coco Bay. Nein,
9 Unterschied, also es sollen 9 Inseln angefahren werden, wo auch 9 Landgänge möglich sein sollen. So habe ich es verstanden. Kreuzfahrttester. Was sagt der Kreuzfahrttester? Kreuzfahrttester sagt das offensichtlich. 9 Tage auf einer Insel? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die 9 Tage auf einer Insel sind. Gut, wir werden ja die Details werden wir ja noch erfahren. Ne? Also ich glaube an eine Rundfahrt, ich glaube an mehrere unterschiedliche Inseln, ich glaube nicht an eine Insel. Das passende Geburtstagsgeschenk wird hier schon gesagt. Ja, das passende Geburtstagsgeschenk. Aber gut, wegen der Maske an Bord. Ja, das wäre natürlich, also mit der Maske, auch das ist natürlich also, völlig aus der Luft gegriffen. Das ist nur eine Überlegung. Ne? Also aber theoretisch kann es möglich sein. Also was mich am meisten an dieser Reise jetzt reizt, ne, das ist tatsächlich dieses, ich lächze ja auch nach einem Stück Normalität. Mhm. Nach dem freien Sport machen, nach dem ich gehe in Wellness und irgendwie auch mal wieder... Die Hoffnung irgendwie dann auch weg, die Maske nach einer gewissen Zeit. Ein entspanntes Weihnachtsfest, wo du mit netten und geselligen Menschen zusammenkommst. Silvester ein Stück weit anders zu feiern und auch endlich mal wieder da zu stehen und auch mal was zu feiern. Ja, also weg von diesem. Und das bietet mir jetzt irgendwie diese, dieses Schiff, diese Fahrt. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten an der Geschichte jetzt reizt. Jetzt mal, es wäre mir auch scheißegal, wenn die jetzt woanders hingehen würde, ne? Weil Karibik ist jetzt so das eine und das ist so... Aber das Wetter, also da ist warm. Also ja, selbst wenn es regnet, es ist warm. Aber das ist eigentlich so die Zuflucht dann irgendwie mal. Ja. Ich würde mir jetzt irgendwie relativ günstig so eine gewisse Normalität kaufen. Ja. Und wenn ich Risikopatient bin, ist dann immer viel besser. Ne? Hast du jetzt auch irgendwie eine... Das ist ja erstmal ganz raus, das stimmt. Okay, dann guck mal weiter, okay. Was war noch für Fragen? Dann, was kostet denn so ein Internetpaket auf einer Trans? Also die waren in der jüngsten Vergangenheit, waren das auch immer 6 GB, wenn ich mich erinnere, die lagen irgendwie so bei 90 Euro. Also ich glaube, wir haben die 6 GB nicht aufbrauchen können. Also so in der Kategorie dürfte es sein. Also hier wird schon gefragt, knapp 7.000 dann Innenkabine? Nee, nein, es ja gibt nur Balkon. Genau. Keine Innen, keine Außen. Mindestens Balkon. Genau. Wenn wir über Suiten reden, würde ich jetzt mal 1.500 bis 2.000 Euro höher schätzen. Ja. Also irgendwo bei 8.500, 9.000 Euro. Hier sagt jemand, höre auf Handy, ich packe schon mal die Koffer. Ja, sehr gerne. Ich finde auch ganz erstaunlich, dass wir heute schon über 20 Vormerkungen auch in kürzester Zeit bekommen haben. Das ist auch ein klares Indiz dafür, dass die Reise auch sehr gut angenommen wird. Und weil es waren zwar vor allen Dingen Suitengästen, die sich jetzt auch dafür interessieren, aber das ist schon so ein erstes Indiz dafür, weil ja auch viele sich die Frage stellen, naja, wie interessant ist denn das und wer kann das denn überhaupt und wer macht das denn, kriegen überhaupt das Schiff voll? Viele haben eben geschrieben, ich bin mal gespannt, wie da die Auslastung sein wird. Also in dieser Kürze der Zeit, wie viele Vormerkungen wir dafür haben, dass wir nächste Woche der Buchungsstart für die Reise ist, ist ein klares Indiz dafür, dass die Reise sehr gut verkauft werden wird. Also ich glaube, da hat TUI Cruises dann auch einen guten Treffer gelandet. Ja. Hier wird schon gerade gesagt, Skifahren kannst du doch danach. Ja, naja, aber die Ferien sind dann zu Ende. Ja, also meinem Sohnemann halt bin ich ja immer über Silvester in Sölden zum Skilaufen. Auch dieses Jahr, Corona hin oder her. Es sei denn, die Österreicher lassen uns nicht rein. Aber wenn es die Österreicher zulassen, da soll ja ab Mitte Dezember die Saison ja eröffnen, werden wir es grundsätzlich tun. Zumal wir ja eh nicht die Abriss-Ski-Typen sind, mein Sohn und ich. Also insofern... können wir dann auch Skifahren. So. Haben wir noch ein paar Fragen? Also hier wird ganz oft gesagt, dass wahrscheinlich nur diese Privatinsel plus zu anderen Häfen. Aha. Ja, also ich bin der Meinung, es werden mehrere Häfen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schiff einfach nur rüberfährt und 9 Tage auf einer Insel bleibt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also als jemand, der Abfahrt 27.12. ab Kiel gebucht hat, komme ich mir momentan ziemlich verarscht vor. Aber ihr Lieben, das liegt an der Politik. Ab und bis Kiel gefahren werden kann. Nein, das ist doch Hamburg und nicht Kiel. Wir fahren ab Hamburg. Ihr Lieben, das liegt aber nicht an TUI Cruises. Ne? Also TUI Cruises wäre liebend gern gefahren. Und TUI Cruises hat sicherlich nicht gejubelt, als man von der Politik gehört hat, dass Abfahrten ab Kiel nicht möglich sind. Also hier müssen wir uns tatsächlich in Richtung Politik orientieren, den Blick. Das war sicherlich nicht TUI Cruises. TUI Cruises hätte sicherlich sehr, sehr gerne diese Fahrten gemacht, insbesondere Weihnachten und Silvester. Die waren sehr, sehr gut gebucht. Hm. Ne? Also gar keine Frage. Was kostet die ganz große Freiheit auf so einer Tour?
Also man kann ja so grob immer sagen, also bei einer 7-Tage-Reise war es zuletzt etwa 260 Euro. Also wenn wir das so ein bisschen runterbrechen, dann liegen wir ja etwa bei 40 Euro. 35 Euro. So, jetzt muss man also 35 Euro, sage ich jetzt mal grobe Richtung, das mal 35, würde also eher 1000 Euro pro Person betragen. Aber jetzt muss man mal vorsichtig sein, an Weihnachten und Silvester wurde die große Freiheit auf diesen Reisen nie angeboten. Die war immer ausgesetzt. Aber für die Tage, glaube ich, nur, oder? Dass man sie grundsätzlich buchen konnte, aber sie gilt nicht an den Tagen. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die kann man sicherlich jetzt nicht beantworten. Aber so Größenordnung würde ich dann sagen, 1000, 1100 Euro, so in die, um den Dreh pro Person würde ich jetzt mal schätzen. Aber mit Weihnachten und Silvester dann eher ein bisschen teurer. Aber in der Vergangenheit war sie ausgesetzt. Also ich bin dann auch gespannt, was TUI Cruises dann entscheidet. Meine Frau meint gerade, dass du zum Ehemann des Jahres gekürt wirst, wenn Rebecca da drauf darf. Lockt mich nicht. Ehemann des Jahres. Ja. Ab wann können wir die Buchungen einsehen? Ab wann man die Buchungen einsehen kann? Also und ab wann man die Reise buchen kann? Das wird jetzt Mitte nächster Woche sein. Also ich gehe von Dienstag aus, ne? So. Ich wollte schon wieder auseinandergehen. Wahrscheinlich. Ja. Sölden ist gesperrt. Ja, aktuell. Wer weiß, was in 5 Wochen ist. So, und hier wird nochmal gesagt, TUI Cruises sagt ja 9 Privatstrände. 9 Privatstrände. Heißt, also das sind, also genau, 9 Privatstrände. Das heißt, die werden eher Inseln anfahren, die tatsächlich eher nicht bewohnt sind. Das sind also wirklich Inseln, wo TUI noch nie hingefahren ist und wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder hinfahren wird. Also ich bin jetzt mal ganz doof, ne? Ist wahrscheinlich echt nur gesponnen. Bahamas. Weißt du, wer da Privatstrand hat? Hier der Golfer, der ganz bekannte. Tiger Woods? Ja, da war ich schon. Mhm. Vielleicht kennen die sich ja. Also ich kenne Tiger Woods nicht, nein, aber ich war auf dem Privatstrand. Aber das ist ja eindeutig. Ne? 9 Privatstrände. Das sind also mega geile Inseln. Ja. Meint ihr, dass Spa offen hat? Ja, klar. Hat doch jetzt auch schon. Hat auf jeden Fall offen. Sauna wird auch offen haben. Zwar wahrscheinlich am Anfang begrenzt, ne? in der Anzahl. Ja, Andy mit Sohn Skifahren, Rebecca mit Freundin Karibik. Ja, Freundin, ihr könnt euch auch alle melden natürlich. Julia hat sich schon beworben. Ihr könnt euch natürlich bewerben. Ich habe tatsächlich auch gesagt, naja, wenn wir ja nicht fahren, ich habe jetzt drüber nachgedacht, na, wie geil wäre das aber, wenn ja eigentlich jemand von dieser Reise berichtet. Ja, und ja, tatsächlich ist ja dann, ja, das wäre natürlich der Burner. Ne? Ich sag jetzt mal, wollen wir da einen Mitarbeiter hinschicken, der das dann macht und 35 Tage irgendwie berichtet? Weil ich glaube, die Leute würden dann schon interessieren, was sind das für Insel, tolle Bilder, also, live. Willst du das machen? Ich würde das total gerne machen, aber ich möchte nicht 35 Tage von dir weg sein. Ja, ich habe auch nichts anderes jetzt erwartet. Ne? Es wäre jetzt auch gefährlich geworden. Ja, ich würde dich ja auch nicht 35 Tage alleine fahren lassen. Engel. Nee, aber ich sag mal, wir müssten auf jeden Fall, wenn wir es selber nicht machen und möglicherweise auch kein Mitarbeiter, dann bräuchten wir auf jeden Fall jemanden aus der Gruppe, der dann auch ständig irgendwie sich auch zutraut, live zu gehen, zu berichten und das so ein bisschen auch transportiert, weil ich glaube, sehr, sehr viele, die dann hier geblieben sind, interessiert das dann, weil das sind ja dann ganz tolle Inseln, tolle Eindrücke. Aber je länger ich drüber nachdenke, eigentlich müssen wir da hin. Also laut Auskunft von TUI Cruises gibt es da keine ganz große Freiheit. Ja, dann ist es ja schon klar. Sollten die Hotels im Dezember wieder öffnen dürfen, gibt es dann noch Chancen auf eine neue blaue Reise ab Hamburg über Silvester? Ihr Lieben, ich bin mir ziemlich sicher, dass TUI Cruises ganz schnell Gewehr bei Fuß ist, sollte die Politik das zulassen. Also so schnell, wie das ja jetzt mit der Karibik-Alternativ auf die Beine gestellt worden ist, da muss man an der Stelle auch mal ein großes Lob aussprechen an TUI Cruises. Das ist ja auch mal nicht so einfach, weil du musst ja auch nicht nur mit Hamburg sprechen, sondern du musst ja auch mit den Kollegen in der Karibik sprechen und mit den Zuständigen. Das ist ja mal nicht ganz so einfach. Also da haben die richtig Gas gegeben, also hervorragend gemacht. Und deswegen bin ich mir sicher, sollte irgendwie die Chance sein, ab Hamburg, ab Kiel die Möglichkeit zu haben. Ja. Ja.
Warum wurde die Silvesterreise ab Kiel nicht einfach nach Hamburg verlegt? Ja, weil auch Hamburg das Gleiche gesagt hat. Ja, ab Hamburg keine Fahrten. Auch das ist von TUI Cruises natürlich geprüft worden, weil das... TUI Cruises sagt ja nicht einfach eine Reise ab. Ne? Die wollen ja auch das Geld verdienen. Die brauchen das ja auch. Wir sind seit Monaten ohne Auslastung. Ja? Also wir haben 7 Schiffe und nur 3 sind zuletzt gefahren und auch die nicht zu 60%. Also TUI Cruises hat sich das nicht gleich gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch Zähne gezeigt haben gegenüber der Politik, die Fahrten durchzusetzen. Aber am Ende bist du natürlich irgendwann machtlos. Kann man sich irgendwo anmelden, dass man die Info bekommt, wenn es buchbar wird? Ihr könnt eine Vormerkung bei uns machen, so wie das auch für die Vormerkung 2022 machen könnt. Das ist dasselbe Formular. Ihr müsst es ja sowieso manuell ausfüllen. Schreibt einfach rein, dass ihr die 35-Tage Karibik-Kreuzfahrt von uns als Vormerkung haben wollt. Und sobald der Buchungsstart ist, reservieren wir euch die Kabine und informieren euch und dann könnt ihr ganz entspannt sein. Wird auf der Reise auch auf 60% der Passagiere reduziert? Ja. Das ist ja Vorgabe. Ja. Definitiv. Ja. So, oh Gott, da kommen noch viele Kommentare. Besteht keinerlei Hoffnung mehr auf Mein Schiff 4 ab Deutschland, wenn im Dezember das Hotelverbot fällt? Da besteht Hoffnung. Hoffnung besteht immer. Und ich glaube auch, dass TUI Cruises alles dran setzt. Ach, Tina. Tina hätte Zeit zu berichten. Die Tina Dörr. Ja. Ja, das wäre super, aber diesmal nimmst du dann auch Andy und Rebecca mit. Ja. So, Hallöchen nach Bayern. Ich bräuchte eine Mutti mit Kind. Nein, ich berichte als Mutti mit Kind. Ach so, ich berichte. Okay. Ja. Ach, die Melanie. Ja, natürlich. Ja. Also, ihr Lieben, auch schon an der Stelle ein Aufruf an euch, wenn ihr das tatsächlich plant und umsetzen wollt. Meldet euch bei mir, ja, bietet euch auch gerne an. Also wir wollen unbedingt von dieser Reise berichten. Ich werde noch mal eine Nacht drüber jetzt schlafen, ob wir vielleicht auch eine Lösung über die Mitarbeiter irgendwie noch anstreben. Weil es wäre, also mir wird das schon ein bisschen im Herzen wehtun, wenn wir nicht davon berichten. Wenn wir nicht diese einmalige Reise irgendwie im, also wenn die bei uns nicht stattfindet, ich weiß nicht, dann fehlt irgendwas. Jetzt gucke ich dich so an, Engel. Ne? Ja, ja, ich weiß. Wenn ich für 22 buche, gibt es da flexiblere Storno-Möglichkeiten? Aktuell nicht. So, live gehen mit dem Internet an Bord, ja, das eher nicht. Nee, das geht tatsächlich nicht, da ist die Qualität nicht für ausreichend. Also live gehen heißt dann auch für uns, naja, wenn wir an Land sind, weil ich sag mal, von Bord an einem Seetag ist auch mal schwer, ein Thema zu finden, was euch interessiert, außer jetzt mal gerade so einen kleinen Kurzeindruck zu geben, aber dann reicht auch ein kurzes Video und dann hochladen, wenn das Netz mal entsprechend stabil ist, aber so direkt live von einem Seetag schwierig. Also zumindest über den Atlantik. Wir haben es auch in der Karibik schon gehabt, zwischen den Inseln hatten wir auch Handynetz. Was guckst du mich so an? Was hast du? Der Fabio schreibt nur gerade, falls er einen Fotografen dafür benötigt. Ja, Fabio, gerne. Also, wenn du die Tour machst, immer sehr gerne. Ja? Oder hat er sich jetzt bei uns angeboten als Fotograf, dass wir ihn schicken? So. Vielleicht. Ich glaube, so hat das eher gemeint. Wir schicken ihn, ne? Ja. Okay. So, hier gibt es auch schon, ne? Würde berichten, habe mein Partner 1, fast soweit. Die Mein Schiff 1 fährt die Karibik-Tour. Das wird mit Sicherheit das große Schiff werden, weil es auch am meisten Platz bietet bei 60% Auslastung. Hm. Und die Mein Schiff 1 habe ich auch heute schon gesehen bei Marine Radar, dass die auf dem Weg nach Hamburg ist. Hm. Okay. Also zumindest scheint sie da in die Richtung zu fahren. Die MS6 ist in keiner Woche wieder verlegt, ja. Ach so, Anfang verpasst, gibt es schon Preisvorstellungen? Kannst du ja nochmal ganz. Ja, also ich habe es eben schon mal gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir bei plus minus 100 Euro pro Person sein werden. Also bei einer Doppelkabine dann bei, ja, grobe Richtung 7.000 Euro für zwei. Beim Single wird es dann ähnlich sein, wie wir es wahrscheinlich auch zuletzt hatten. Also dann 3.500 plus 20-30% Singleaufschlag. Und da glaube ich auch nicht an 80%, sondern das wird wieder ein geringerer sein, ganz klar. Und warum glaube ich an so einen solch niedrigen Preis? Wir haben eine kurze Vermarktungszeit.
naja, viele Leute haben auch nicht mehr so viel Urlaub. Eine spitze Zielgruppe, wer sich das auch zeitlich jetzt eben noch einrichten kann. Deswegen glaube ich, kann es nur ein attraktiver Preis sein. Und da sagt mir die Erfahrung und die Einschätzung aus den vorherigen Touren, dass wir etwa bei 100 Euro am Tag pro Person liegen können. Ja. Erklär bitte nochmal, wenn Hamburg die blaue Reise abgesagt hätte, warum soll die neue dann jetzt möglich sein? Die jetzt hier, also die ab Karibik. Naja, der Unterschied ist ja schon, ob du letztlich mit dem Schiff in alle 3-4 Tage wieder zurück nach Hamburg kommst und dadurch ja alle 3-4 Tage immer irgendwie plus minus 1000 Menschen am Terminal hast und damit ja auch 1000 Menschen höchstwahrscheinlich aus Gesamtdeutschland immer wieder dorthin kommen. Das heißt ja auch, dann alle 3-4 Tage kommen 1000 und 1000 fahren wieder weg. Das ist ein ziemlich hoher Umschlag. Und in Zeiten der Pandemie scheint das die Politik dann eben auch nicht zu mögen und nicht haben zu wollen. Hier sprechen wir jetzt letztlich davon, wenn dann so ein Schiff mit 60% voll ist, dann haben wir einmal 1600 Leute und die kommen aber auch erst in 35 Tagen wieder. Das ist also eine deutlich andere Situation, als im schlimmsten Fall alle 3, 4, 5 Tage immer einen solch hohen Touristikwechsel zu haben. Deswegen glaube ich, ist die Reise möglich und die blaue Reise eben nicht. Also hier bieten sich auf jeden Fall schon nochmal Leute an. Also wer hinterher wirklich... Aber dann kannst du mal sehen. Also auf jeden Fall bitte nochmal schreiben dann separat. Ja, schreib mir eine private Nachricht, ne, auf jeden Fall, damit wir es nochmal verifizieren. Aber wenn sich ja dann tatsächlich auch so viele da jetzt auch melden, das zeigt auch, wie hoch das Interesse ist. Also ich glaube auch, dass diese Reise 60% erschafft. Ja. Und Michael, also ganz ehrlich, deine erste TUI Cruises Reise, du wirst sie lieben. Ach, das ist doch die erste Tour, dann gleich eine 35-Tage-Tour? Ja. Die erste TUI-Tour, wahrscheinlich schon mit anderen. Aber das ist sportlich. Das ist sportlich. Super. Okay. Ich beneide dich. So, hab immer bei TUI Cruises direkt gebucht. Wenn ich bei euch buche, gibt es auf dieser Reise ein paar Überraschungen zur Buchung? Also bei uns ist ja jetzt nicht so, wenn du jetzt gerade kein Sonderkontingent buchst, sondern nur sozusagen den ganz normalen Katalog, das Katalogangebot, dann bekommst du von uns immer ein Kabinenpräsent dazu. Auf unserer Homepage meinschiffberater.com findest du auch alle Infos dazu. Das Kabinenpräsent ist in der Regel immer Bordguthaben und das ist bei uns standardmäßig, außer aber bei Sonderkontingenten. Da machen wir das nicht, weil da haben wir so attraktive Preise, das bieten wir dann ohne Kabinenpräsent an. Dann ist schon mal eine weitere Frage, wie ist denn der Dresscode so mit Weihnachten und Silvester? Gibt's naja, was, also an Weihnachten und Silvester, ihr Lieben, das ist eine Feierlichkeit. Ne? Nicht in Bermuda-Shorts und Adiletten. Ja, also heißt aber jetzt auch nicht hier im feinen Zwirn. Also ich sag jetzt mal, da tut es auch eine Jeans mit Hemd. Ja, so und, als wenn du zu einer netten, schönen Feier halt einfach ja, gehst. Genau, also ich sag jetzt mal, zu einem netten Geburtstag, da gehst du auch nicht dann so ein bisschen schluffi dahin, sondern eine einfache Hose, ein paar ordentliche Schuhe, ein normales Hemd und schon bist du für Weihnachten angezogen. Die meisten ziehen sich aber sicherlich etwas feierlicher an, also kommen auch mit einem Sakko. Also selbst ich hätte für so einen Anlass. Ne? Und das ist auch so ein, also ich sag das mal, in der jetzigen Zeit, ich bin jetzt auch nicht so der ganz Große, der sich immer gern herausmacht. Ne? Aber ich sag mal, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, was wir für eine Zeit hatten. Aber in so lässig-stylisch machst du schon. Ja, in lässig-stylisch natürlich, aber ich meine jetzt schon so ein bisschen... Aber jetzt nicht ein bisschen, mit Schlips und Kram. Nee, Schlips und das schon mal gar nicht. Aber ich sag mal, ich würde dann auch einen Anzug anziehen, auch mit einem Sakko und einem Hemd, was ich so ja nicht so oft mache. Aber ich würde es dieses Jahr auf jeden Fall machen, weil wenn wir jetzt mal zurückblicken, was das jetzt für ein Jahr war, ne, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir dann einfach so ein bisschen Normalität da hätten. Ja. Gibt es die 10% denn schon, wenn eine blaue Reise abgesagt wurde, auch noch auf die Karibikreise? Die wird es mit Sicherheit geben. Also wenn ihr noch ein Guthaben habt, könnt ihr die 10% mit Sicherheit einsetzen. Gibt es noch Orientreisen oder Madeira und Azoren sind auch kein Risikogebiet? Ja, Orient weiß ich ziemlich sicher, da ist TUI Cruises dran. Allerdings ist es im Moment ja noch so, dass gerade Dubai und Abu Dhabi in seinen Zahlen jetzt auch noch nicht so niedrig ist. Das macht es einfach schwierig im Moment, aber die sind da auf jeden Fall noch dran. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass TUI Cruises überall schaut, wo gerade keine Risikogebiete sind und welche Alternativen man eben anbieten kann. Weil stell dir schon mal vor, wenn ich es richtig weiß, die Mein Schiff 6 ist Richtung Kanaren unterwegs. Wer sagt denn nicht, dass wir
ja, vielleicht irgendwie an den Azoren und Madeira was hinkriegen. Ich weiß aber von den kanarischen Behörden, dass die es nicht zulassen, dass man außerhalb der Kanaren eine Kreuzfahrt im Moment macht. Also, aber ich bin mir ziemlich sicher, TUI Cruises prüft jede Möglichkeit, weil ist doch logisch, die haben doch kein Interesse daran, irgendwo ein Schiff abzustellen, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, rumzufahren. Aber die Frage ist eben auch, wie sehen Flugverbindungen aus? Das ist eine der größten Fragen an der Stelle. Genau, und damit kommen wir wieder zu dem Thema, was ich auch immer wieder falsch im Kopf hatte. Die Fahrt beginnt in Hamburg und sie endet in Hamburg. Ja, ihr Lieben, die beginnt in Hamburg, rüber in die Karibik, in der Karibik rum und zurück nach Hamburg. Kein Flug, also nicht, ich habe eben gelesen, 12 Stunden Maske im Flug. Nein, ihr seid nur im Schiff. Ja, also doch, zweimal über den Atlantik. Ja, das ist so geil. Ja, aber ich glaube, dann explodiert immer unser Konto, weil wir so oft in Spa gehen. Das muss er auch berücksichtigen. Ja, also da muss auch alles bezahlbar bleiben. Du brauchst keinen Smoking. Nee, auf gar keinen Fall. Nein. So, Schiff. Sportlich elegant, genau. Sportlich elegant, sportlich, das ist super. Genau. So, Schiffe und Kreuzfahrten ist gerade auf der Mein Schiff 2 live. Ach so. Ah, sind ja. Die auch. Ja. Dann schöne Grüße, falls jemand zuguckt. Genau. Ja, vielleicht guckt ihr die auch parallel. Ja, die werden jetzt Ähnliches anbieten wie wir. Und, gute Frage. Ne? Könnt ihr euch schlau machen, was dann der Parkplatz in Hamburg kostet am Terminal? Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir mit den Kollegen von Parken und Meer einen Deal abschließen. Ja, also dann würde ich die, vielleicht rufe ich die einfach mal am Montag an, dass wir einen guten Preis kriegen, weil das ist ja jetzt auch Geschäft, was denen sonst ja entgangen wäre. Ja? Die hätten ja im Moment gar keine Kreuzfahrt, das heißt, die haben ja im Moment auch dann irgendwie gar kein Geschäft. Und vielleicht kriegen wir da was hin. Michael, die Sauna ist inkludiert. Die Sauna ist inkludiert, musst du nicht bezahlen. Also sie ist derzeit offen, es dürfen aber nicht so viele Leute gleichzeitig rein, sodass manche auch schon enttäuscht waren, weil sie es dann auf den kürzeren Fahrten jetzt nicht einmal geschafft haben, einen Platz zu bekommen. Ja. Aber grundsätzlich, sie ist auf und sie ist ohne Aufpreis. Es ist wohl 10 Personen gleichzeitig, maximal 2 Stunden Aufenthalt und dann findet ein Wechsel statt. Und man muss sich anmelden und man muss sich da vorreservieren. Man kann also nicht sagen, oh komm, ich habe mal Lust jetzt in die Sauna, sondern das muss man vorreservieren und Und jetzt nochmal eine Frage in die Runde, denn am Anfang kamen ein paar Fragen, die sind aber dann weg, hochgesprungen und ich konnte die nicht mehr weiter hochscrollen. Wenn jetzt eine Frage nicht dabei war, später, dann stellt sie jetzt nochmal kurz, weil ich kann sie sonst aktuell gerade nicht aufrufen. Ja. Aber wir gucken uns eh nochmal alle Kommentare an, wenn wir auf was nicht eingegangen sind, beantworten wir das nochmal dann im Kommentar direkt. Genau. Okay? Ansonsten ist es das erstmal hier. Sind wir erstmal soweit. Mhm. Ja. Wir werden in der Nacht drüber schlafen. Wir müssen uns ein paar Gedanken dazu machen. Also ja, ich weiß auch nicht, ob das geht, aber ich würde so gerne. Ja. Also. Chef, guckst du zu? Gib mir frei. Ich sehe auch diese. Ich würde mich ja auch nach diesen 35 Tagen Normalität so ein bisschen sehen, ne? Dass wir so ein bisschen. Wir gehen zum Sport, du kannst ins Restaurant gehen, du kannst zum Wellness gehen, du kannst am Pool gehen, du kannst ein bisschen die Sonne genießen, kannst dich mit netten Leuten unterhalten, kannst ein bisschen gesellig sein und ein bisschen das Jahr hinter dir lassen. Ja, das ist schon etwas, was mich sehr, sehr jetzt reizen würde. Ja, und das ist auch so der Sohn fragen, ob er mitkommt. Nee, der hat ja, ist der muss ja in die Schule. Er muss in die Schule und der Kerl, der ist auch noch im Fußball sehr talentiert. Der braucht trotz Lockdown Light 3-4 Tage in der Woche trainieren wir. Also wenn er jetzt kein Vereinstraining hat, dann hat das bei mir. Und ich bin da auch immer sehr streng, ich bin da ganz ehrlich. Aber er will es ja auch. Ne? Deswegen. Ja, aber es geht nicht, er muss in die Schule. Ihr seid also so süß, ja, und ich muss halt auch tatsächlich irgendwie, also auch wenn ich die Urlaubstage noch habe, aber ich glaube, das wäre trotzdem schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Wo ein Wille, da ein Weg, ne? Das sind wir ja schon, aber es stehen ja auch grundsätzlich noch ein paar Sachen an. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Tage bis zum Flugstart, aber schauen wir mal.
Okay, ist noch was gekommen? Sonst glaube ich, sind wir mit den Fragen durch. Erstmal sind wir durch. Okay. Also wir sollen endlich aufhören, weil die Leute wollen halt mit jetzt. Die wollen jetzt mit. Okay. Ja. Also ihr Lieben, ich sage vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch wieder interessant die Fragen beantworten und konnten euch ein bisschen auch die eine oder andere Antwort dann auch geben. Und natürlich haben wir ein bisschen spekuliert, aber ihr wisst ja auch, im Spekulieren sind wir nicht die Schlechtesten. Und wünsche euch also einen schönen Abend. Genießt es. Bleibt uns vor allen Dingen gesund. Setzt euch nochmal ordentlich mit eurem Logbuch auseinander, was euch vielleicht 22 dann reizt, wenn es jetzt nicht die Karibik ist. Und wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank und sehen uns dann die Tage wieder und hier an der Stelle wieder. Okay? Jo. Eure Rebecca. Und der Andy. Bis später. Tschüss. Tschüss.